Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacher-Freunde zu Majesty HD Gold. Majesty Gold HD, irgendwie so rum. So, das erste wie immer, die Mod aktivieren. So. Ist aktiviert, hier. Gut, und dann werden wir gleich mal das Spiel laden, nämlich Le die Vengeance of the Lich Queen. Die Rache der Lichtkönigin. My God, Your Majesty. Und kloppen uns gleich mal schon am Anfang mit einem Troll, wobei der kein Problem sein dürfte für meine Elite Guards. So, das nächste. Ist es den da loszuwerden? Und zwar ohne ihn zu blessen. So. Unser Geld geht gerade so. Rewardflex verteile ich jetzt mal auf die Gebäude hier oben, damit hier einfach keine Vampire mehr rauskommen können. So, irgendwer wird sich ja den Reward Flex annehmen. Die hier mache ich sogar noch etwas lukrativer. Um zum Beispiel Zwerge und so anzulocken und Krieger. Die meisten meiner anderen Leute bleiben hier wohl lieber in der Stadt. Zum Beispiel meine Mönche. Ja. Die leveln nicht sonderlich gut auf, weil die keinen Bock haben, die Stadt großartig zu verlassen. Ja, Versteinerung kann ich lernen, wenn ich den Tempel noch ausbaue. Dadurch habe ich jetzt aber mal kein Geld mehr. Die sind auch irgendwo unterwegs. Die sind noch nicht mal ordentliches Level. Willst du dich wirklich mit dem Vampir anlegen? Scheinbar will der sich unbedingt mit dem Vampir anlegen. So, jetzt könnte ich theoretisch Leute versteinern. Ach so, der ist hier gerade beim Angreifen. Hast du Heiltränke? Nö. Also bin ich mal so frei. Die beiden Vampire könnten halt ein Problem sein. The Magic Mirror nullifies the spell. Okay, ich kann Vampire nicht petrifieren. Oder weil gerade dieser Zauber auf ihn gelegt ist. Der ist jetzt petrified. Deswegen können wir ihn so gut umbringen. So, dich sollte ich heilen.
foul beast approaches. So, den da noch heilen und überbuffen. Hard work is its own reward. More work to do. Hier sieht's auch ganz gut aus. Now I'm ready for anything. Nur, dass hier gerade sehr viele Vampire unterwegs sind. Das ist nicht so schön. So, den Vampir werden sie zu zweit tot kriegen, aber die vier Vampire, da könnten ein kleines Problem geben. Ja, die wuseln. Praise Doros! Wild adventure builds character. Jupp. Ist hier gerade. Achso, ein Ranger ist auf Level 10 aufgestiegen. Von dem kam gerade diese Nachricht. Energies of light. So, dann fangen wir jetzt mal mit meinem Bauvorhaben an. Hier dürfte gehen. So. Da sind Goblins rausgekommen aus dem Loch. Okay. The unholy are near. Doros has spared you. For now. So, mein Tax Collector ist da unterwegs. Da sind meine Passets. Energies of light! Blah. Okay, die sind auf dem Weg in meine Stadt, aber das ist okay. Da werden sie erstmal von meinem Ballisterturm empfangen. Oh, tough fight. In the name of the sovereign. Your Majesty, a new building is complete. So, Ballistertürme werden gebaut. Your Majesty, a new building is complete. Der will unbedingt aufleveln. Your Majesty, a new building is complete. In the name of the sovereign. Wild adventure builds character. Your Majesty, a new building is complete. Gut. Das heißt, da die schon hier oben die Zwerge praktisch am Rumhacken sind. Haben wir mal einen ordentlichen Reward auf das Ding. Was war hier für ein Gegner? So, das lockt Heroes an. Sehr schön. Ein Redman.
Die Passanten reparieren schön alle Gebäude. Hard work is its own reward. Energies of light. Wir haben jetzt richtig viele Crusader, die da helfen. Das ist gut. Not now. Energies of light. More work to do. Jo. Doros has spared you. Not for now. Doros has spared you. For now. Okay, die gehen jetzt ein bisschen randalieren. Ja, da ist die Lich Queen. Kann ich die Lich Queen petrifyen? If I had my good hammer, you'd be sorry. Ich sollte einfach warten, bis der Zwerg stirbt und ihn dann wiederbeleben. Jo, er ist tot. So. Energies of light. The unholy are near. So, und dann gleich eine Attack Flag auf sie setzen. Energies of light. Oh. Das war ein Mönch. The unholy are near. Energies of light, Doros has spared you for now. The unholy are near. Energies of light has spared you. Wenigstens habe ich genug Heiler in der Nähe. Ich petrify sie doch mal, das dürfte helfen. So, sie ist tot. We are victorious, Your Majesty. Oh, das ging schneller als gedacht. Ich dachte, wir würden zwei Folgen brauchen, aber reicht eine. Yay. A costly battle, Your Highness, but a battle well fought. None knew the true power of the Lich Queen until we'd forced her from her lair. Given that, this has been an outstanding day. There'd be more celebrating if everyone weren't so exhausted. You've done well during this troubled time, Majesty. Ja, Gold ist zwar nicht so viel drin gewesen, weil wir jetzt viel für die Lich Queen verballert haben, aber... Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben nur 14 Leute verloren. Wir konnten ja viele wiederbeleben. Ja, Main Menü. So, damit haben wir hier drüben alle Quests abgeschlossen, alle drei Expertenquests. Das heißt, es fehlen uns eigentlich nur noch zwei Expertenquests. Slay the Mighty Dragon und Tomb of the Dragon King. Dann schalten wir die letzte Mission frei. Und ja, dann geht's in den hohen Norden.